Sonntagmorgen, wir haben es 8.40 Uhr. Sag mal recht herzlich Hallo zusammen. Murmeln, quatschen, Kaffee trinken. Ja, so heißt dieses Format. Und genau das werden wir auch wieder tun. Wir werden uns mit Marvels on Stream beschäftigen. Dabei genüsslich den einen oder anderen Kaffee schlürfen und über alles Mögliche quatschen. Ihr seht, ich habe das Spiel schon mal gestartet. Und eigentlich wollte ich schon längst mit euch auf den Murmelbahnen unterwegs sein. Aber. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Genau so ist das nämlich. Ihr wisst ja, ich gehöre auch zur Gemeinschaft der virtuellen Angler. Und ja, wie das so ist, war ich heute schon verhältnismäßig früh unterwegs und habe gedacht, ach komm, nutz doch einfach mal die Zeit und geh doch einfach schon mal ein bisschen angeln. Und genau das habe ich getan. Und dann gab es natürlich, wie sollte es anders sein, einen Grund, warum sich das Ganze etwas verzögert hat. Erst gab es dann noch ein kleines Problem bei der Zubereitung der sonntäglichen Frühstückseier. Dann wollte ich mir natürlich zum Kaffeetrinken noch einen frischen Kaffee machen. Dann war das Wasser alle. Dann habe ich mir den Kaffee gezogen. Dann musste ich den Kaffeegrundbehälter noch leeren. Also da hat wirklich wieder alles zusammengepasst, was eigentlich nicht zusammenpassen sollte. Aber egal, wir haben es hinbekommen, jetzt bin ich da und jetzt gucke ich mal, ich hatte gesagt, ich wollte euch den Grund zeigen, warum das heute alles nicht so toll lief. Oder warum das Ganze etwas verspätet begann. Und das ist er. Ich habe mich heute früh noch ein bisschen mit einem Schuppenkarpfen angelegt, mit gut 24,5 Kilo. Und ja, wer Russian Fishing 4 kennt, der weiß, da gibt es ja zum einen Premium, ja, das läuft. Und wenn du Premium hast, hast du täglich eine Stunde, wo du das Ganze nochmal verdoppelst. Und ratet doch mal, wann ich diesen Fisch gefangen habe. Ich war im Drill und auf einmal sagte es klack und die Stunde war vorbei. Ansonsten hätte er nämlich nochmal 80.000 Punkte mehr gebracht. Aber trotzdem, ein schönes Exemplar. Ich konnte ihn landen und habe ihn auch für gutes Geld dann verkauft. Ja, das ist der Grund, warum ich hier jetzt erst um kurz nach 8:30 angefangen habe. Einer der Gründe. Das nur so am Rande. Von daher, wir gehen mal zurück zu Marvels on Stream.
Und ich bereite uns auch schon mal einen schönen Grand Prix vor. Einmal die volle Bandbreite, 16 Läufe. Und ich sage mal, mein lieber Computer, du darfst wählen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Das ist ja manchmal doch schon sehr, sehr interessant, was uns der Computer da so für leckere Maps aussucht. So, ein Stück Kaffee muss auch sein. Und ja, ich beabsichtige auf alle Fälle, so es denn alles funktioniert, dieses Format hier sonntags morgens, ja, ich sag mal, fest bei mir in meinem Streamplan zu platzieren. Zum einen, ich finde es immer ganz gut, morgens so ganz gemütlich und vielleicht auch mit ein bisschen Spaß irgendwie in den Tag zu starten, ein bisschen locker zu quatschen und dann einfach zu gucken, wie sich der Tag entwickelt. Zum Beispiel, indem ich mal eben hier aus dem Studiofenster gucke und sehe blauen Himmel, leichte Schleierwolken und ich sehe auch, dass die Sonne versucht, sich über die Hausdächer zu krabbeln und ein bisschen Wärme hier ja in die doch mittlerweile recht ja winterliche, spätherbstlich frische Welt zu bringen. Ich habe gerade parallel hier einen Livestream aus Großbritannien an, vom Flughafen Manchester. Auch da ist die Sonne zu sehen, ja. Aber die Runway, auf der die Maschinen gerade aktuell starten und landen, ist in leichten Bodennebel gehüllt. Das haben wir hier nicht. Nebel kann ich hier nicht erkennen. Aber schon toll, wenn man dann teilweise sieht, die Maschine startet und kommt so aus dem Nebel hervor. Ja, sehr, sehr nett. So viel zum Wetter des heutigen Tages. Ansonsten, ja, auch sportlich ist heute sicherlich so einiges Interessantes am Start. Die NFL, die National Football League, ist ja das erste Mal in der Regular Season in Deutschland zu Gast. Hier wird heute in der Allianz Arena in München ein Spiel stattfinden, wird live übertragen, sowie auch dann im Anschluss wieder zwei Spiele aus den Vereinigten Staaten. Also das wird wieder für die Freunde des American Football ein langer Tag. Ich freue mich schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das nachher in München sein wird. Im Vorfeld hat man da schon eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Da wird also echt versucht, das zu performen, so gut es geht. Und da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Das Ganze startet um 14 Uhr. Ansonsten hat sich vielleicht der ein oder andere gefragt, was ist eigentlich mit dem Java? Der streamt ja so gut wie gar nicht mehr. Ja, ich habe ein bisschen weniger gestreamt in den vergangenen Wochen. Das hatte auch Gründe. Zum einen bin ich im Moment privat in einigen, ja, ich sag mal, Projekten recht intensiv eingebunden, wodurch mir auch ein bisschen die Zeit zum Streamen gefehlt hat. Dazu kommt, dass ich beruflich im Moment auch verhältnismäßig stark eingebunden bin. Und das, ja, da kommt dann im Endeffekt auch wieder eins zum anderen. Das ist
unter der Woche teilweise echt so, ich komme aus dem Büro, esse was und könnte eigentlich dann danach im Sitzen einschlafen oder schon davor. Ja, andererseits, ich habe es mal probiert, so früh ins Bett zu gehen, bringt auch nichts, dann bin ich irgendwann mitten in der Nacht wach und kann nicht weiterschlafen. Also, alles nicht so schön, mindestens was die Stimmerei betrifft. Ich hoffe mal, dass ich das in den nächsten Wochen ein bisschen entspannt. Okay, ich sage es mal so, bis kurz vor Weihnachten werde ich zumindest versuchen, hier ein, zwei Mal in der Woche für euch was zu machen. Vielleicht kommt irgendwann spontan immer noch mal was dazu, je nachdem, wie es bei mir passt. Und dann gucken wir mal, wie das neue Jahr sich weiter anlässt. Auf alle Fälle werde ich euch hier nicht im Stich lassen. Zumindest nicht, ohne das vorher dann entsprechend auch anzukündigen. Aber davon kann im Moment erstmal nicht die Rede sein. So, aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal einen Schritt weiter bei Marvels on Stream. Wir sehen zumindest schon mal Teile der ersten Bahn. Und wir sehen hier Rekorde, Weltrekorde, Bahnrekorde. Von daher hoffe ich auch mal, dass hier dann auch noch ein paar Murmler dazu kommen. Ihr wisst ja, drei Spieler sollten es eigentlich immer sein, bevor wir hier loslegen. Gönnen wir uns nebenbei nochmal einen kleinen Schluck Kaffee. Und harren der Dinge, die da kommen. Das Format heißt ja Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. Am Kaffee trinken sind wir schon mal. Na. Die Murmelbahn ist vorbereitet. Die Kugeln sind zumindest gesäubert, poliert. Die Bahn ist poliert, so man die denn vorher polieren kann. Von daher fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Beteiligung von eurer Seite. Ich hoffe aber mal, das wird sich auch verhältnismäßig schnell einstellen. Ja, ansonsten, was ist so alles in der Gaming-Welt Neues? Auch da gibt es bestimmt eine Menge zu berichten. Eine neue COD-Version ist rausgekommen. Hier und da und ach, da könnte man Stunden mit füllen und das hängt hier sicherlich auch vom Genre desjenigen ab, der gerne mal sich im Spiel ein bisschen entspannt, in welche Richtung man da geht. Ich habe auch gesehen, dass in vielen großen Spieleportalen im Moment wieder eine ganze Menge Sonderangebote unterwegs sind. Und ich habe ja hier im Gaming-Bereich zumindest einen Partner, über den ihr mich ein bisschen unterstützen könnt. Den Link stelle ich gleich nochmal in den Chat rein.
Der hat auch immer wieder tolle Sachen. Das ist das Spieleportal MMOGA, eins der größten und bekanntesten und ich muss dazu auch dazu sagen, der zuverlässigsten Portale. Und da gibt es einen kleinen Link. Wenn ihr den benutzt, zahlt ihr nicht einen Cent mehr, aber mit jedem Kauf, den ihr da tätigt, unterstützt ihr mich und meinen kleinen Kanal hier ein bisschen. Und da gibt es aktuell auch eine Aktion. Ich hatte es eben ja schon kurz erwähnt, das Weihnachtsfest steht vor der Tür, die Adventszeit. Und was gehört zur Adventszeit? Natürlich ein Adventskalender. Und wer da ein bisschen was Außergewöhnliches sucht, der darf gerne mal in den Chat gucken. Ich habe den Link da mal reingestellt. MMOGA bietet hier nämlich einen, ja, Adventskalender der ganz besonderen Art an. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Spieleportal Steam gibt es hier einen Adventskalender mit Spielecodes. Das heißt, da gibt es wie üblich 24 Türchen natürlich. Und hinter jeder Tür verbirgt sich ein Spielecode, den man dann entsprechend bei Steam einlöst und so mit, ja, nicht nur ein bisschen Glück, sondern eigentlich definitiv seine Spielesammlung etwas erweitern kann. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht reingeguckt in den Kalender, weil ist ja noch nicht Advent. Ich kann euch also nicht sagen, ob ihr vorher seht, für welches Spiel dieser Code ist oder ob das ein Random Code ist. Aber wartet mal, ich kann da spaßhalber mal auf die Seite drauf gehen. Dann gucken wir uns das zusammen an. Wir haben ein bisschen Zeit. So, ich schalte euch das wieder um. Da ist er. Random Steam Key Adventskalender 2022. Hier steht auch der Preis dabei. 12,50 € finde ich nicht so teuer. Das ist okay. So, und hier steht der, ne, täglich zwischen 16 und 18 Uhr ein Steam Key per E-Mail. Das heißt, ich muss mich noch nicht mal selber darum kümmern, sondern ich kriege eine E-Mail. Und da ist dieser Key drin. So, und das Ganze kann dann kostenlos über Steam runtergeladen und installiert werden. Und hier ist also auch ganz klar erklärt, wie sich das zusammensetzt. Das sind 22 Surprise Random Keys, so nennen die sich. Und zwei Surprise Premium Keys. Ganz klar, beim Premium Key wird das Spiel, was sich dahinter verbirgt, sicherlich ein bisschen attraktiver, wertiger sein. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und von daher das sicherlich eine Sache, wo man das ein oder andere Interessante vielleicht sogar bekommen kann. Wie gesagt, der Link ist bei mir im Chat. Und von daher ja, ansonsten habe ich, weil wir schon im Portal Steam sind. Ansonsten habe ich dort gesehen, ist am Donnerstag eine, ja, ich sag mal, interessante Simulation erschienen. Im Early Access.
Das Ding nennt sich Citybus Manager. Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, ihr seid Chef eines Nahverkehrsunternehmens, des Busunternehmens und habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, an die Sache heranzugehen. Entweder ihr baut euch wirklich individuell eine Stadt und beziehungsweise nehmt eine individuell gebaute Stadt und versucht da ein entsprechendes Nahverkehrsnetz drauf zu installieren und erfolgreich zu machen mit allem, was dazugehört. Betriebshof, Werkstätten, Waschanlagen, Personal und. Wie gesagt, alles, was dazugehört. Fahrpläne und verschiedene Bustypen, sodass man das individualisieren kann. Also das macht zumindest, was ich gesehen habe bisher, einen sehr, sehr interessanten Eindruck. Es ist sogar ein deutsches Unternehmen, was das, was hier dieses Ding auf die Beine gestellt hat. Die sind schon seit einiger Zeit aktiv, haben auch schon einige Produkte für den OMSI 2 als Ergänzungen herausgebracht. Also das klingt auf alle Fälle sehr interessant. Ich muss mal gucken, ob ich mir das leiste oder ob ich vielleicht jemand finde, der sagt, ach komm, das klingt so toll und ich möchte das mal sehen. Ich spendiere dir das. Soll jetzt keine Aufforderung an euch sein. Um Himmels Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber das sind immer so Sachen, das interessiert mich. Und das Schöne ist, entweder individuelle Stadt selbst mit dem Netz versorgen oder man kann das Ganze auch in vorhandenen Städten, zwar weltweit realistische Großstädte, machen. Ob das jetzt Berlin ist, New York oder was auch immer. Einzige Ausnahme sind chinesische Städte. Das steht da also mit drin. Und die entsprechenden geografischen Daten, die dafür erforderlich sind, inklusive Straßenpläne etc. pp., die kommen von einer der großen Geoportale, die es im Netz gibt. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, welche das ist. Von daher, auch da ist sicherlich dann eine entsprechende Portion Realismus dabei. Und wie gesagt, also das, was ich bisher davon gesehen und gelesen habe, macht einen sehr, sehr interessanten Eindruck. Sicherlich, wie bei so vielen Sachen, man kann über Grafik streiten. Wie gut muss die sein und. Sie ist teilweise, ich will nicht sagen einfach gehalten, aber ist von einer realistischen grafischen Darstellung weit entfernt. Aber man kann trotz allem die Busse sehen, wie sie in ihren Parkhäfen stehen, wie sie dann ausgeparkt werden, zur Reparatur gefahren werden oder zum Waschen gefahren werden, einsatzbereit gemacht werden und. Und wenn das Ganze läuft, sieht man natürlich auch seine Busse auf einer entsprechenden Landkarte. Zumindest so, wie man das auch aus anderen Simulationen dieser Art kennt. Du siehst die Landkarte und siehst den Bus in etwas vergrößerter Form da die Straße lang. Also wie gesagt, macht einen tollen Eindruck. Ist Early Access. Kosten liegen so aktuell knapp um die 25 Euro, hatte ich gesehen. Wobei das im Moment auch ein Angebot ist bei Steam und ist erschienen am Donnerstag, also am 10. November. So, meine Lieben, wie schaut's denn aus? Und mal gucken, ob es was hilft, wenn ich hier mal alleine eine Runde mit der Murmel was mache. Kurz nach 9, also so langsam, glaube ich doch mal, sollte doch auch
mal gerade was. So, also ich würde mal sagen, wir warten noch 2 Minuten, dann ist es 9.06 Uhr und um 9.06 Uhr starten wir mal die erste Murmelbahn. In der stillen Hoffnung, dass sich bis dahin vielleicht doch noch der eine oder andere hier mit dazu schaltet und wir dann vielleicht wirklich schon ein kleines Murmelrace für 2 oder 3 Leute machen können. Benno ist da. Benno 11, 22, 33, 44. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Schön, dass du dabei bist. Dann sind wir schon mal zu zweit. Und wie gesagt, die erste Bahn beginnt in ziemlich genau 45 Sekunden. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Um den Weltrekord auf dieser Bahn zu schlagen, müsste die Murmel schneller sein als 1:56.097. Wir wollen mal sehen, wie sich das entwickelt. Also, ich weiß, wir hatten das schon mal auf 1 oder 2 Bahnen, solange ich Marvels on Stream mache. Und auf geht's! Wenn ich die Bahn so angucke, von der farblichen Gestaltung, ja, so. Okay. Pumpkins ohne Ende. Aber Lauffläche sieht verhältnismäßig rau aus. Ich würde mal so beschreiben wollen, das ist so eine Mischung aus Torf. Und ja, was sieht so ähnlich aus? Kaffeegrund. Von der Farbe auf alle Fälle, das Ganze ist ja bräunlich gehalten. Aber ich muss sagen, wenn ich das so sehe, das ist bisher zumindest eine sehr schöne Bahn. Natürlich die üblichen Verdächtchen verbaut. Der große Rührbottich hier sogar mit einem Doppelknetwerk. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Gucken, jetzt hat der Benno ja eine Chance ranzukommen. Da naht er auch schon mit großen Schritten. Wobei dieses Springen über die Treppenstufen, das macht sicherlich Kopfaua. Gesehen. Der lokale Bahnrekord ist hier gerade von Benno überholt worden. Jetzt hat Benno sich gerade selber überholt.
Und ich sag's mal so, der Weltrekord ist nicht mehr in Gefahr. Da sind wir schon deutlich Bitkitster bastelt nun mit. drüber. Bastler Gaming sagt, herzlich willkommen. So. Ja. Sind wir dann auch durch? Auf alle Fälle haben wir einen neuen lokalen Rekord. 253,61. So, und dann habe ich hier gerade einen neuen Follower bekommen. Jetzt muss ich selber gerade mal gucken. The Big Getza. Nee, Negesta. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du hier zu unserer kleinen Community gefunden hast. Mach's dir bequem, fühl dich wie zu Hause, aber bitte. Also für Englisch sprichst du aber, schreibst du aber ganz gut Deutsch. Ja, okay, dann nenne ich dich Biggie. Vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Fühl dich wie zu Hause, mach's dir bequem, benimm dich aber bitte nicht so wie zu Hause und große Bitte unserer Community. Lass bitte die Schuhe an. Da haben wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Solltest du Durst haben, kein Problem, geh in die Küche. Wenn du was Kaltes möchtest, da steht Kaffee. Und wenn du was Warmes möchtest, da sollte auch noch ein bisschen Bier sein. So, dann kommen wir hier jetzt schon glatt zur zweiten Bahn, The Funnel. Jawohl. Da geht das ja schon richtig zur Sache. Hervorragend, dann haben wir ja jetzt wirklich schon eine kleine Dreiergruppe, mit der wir hier unterwegs sind. Dreißig Sekunden für all die, die noch mitmachen möchten. Ein paar Plätzchen haben wir noch. Wobei, Weihnachtsplätzchen gibt es noch nicht, das ist zu früh. Ich gebe aber offen und ehrlich zu, ein Paket Stollenkonfekt musste ich mir schon mal einverleiben. Und da geht es in den großen blauen Schlund. Vorneweg der lokale Rekord, aber der Rest ist ihm fürchterlichst auf den Fersen. Steini wehrt sich aber noch mit Händen und Füßen, um nicht überholt zu werden. Aber wenn ich das so sehe, die Bahn, die der Benno hier hat, die sieht für meine Begriffe etwas runder und besser aus. Mal gucken, wer hier besser durchs Nudelsieb kommt.
Schlüssel so weg, ist mir auch egal. Ich will ja nicht unken, aber das klang ein bisschen, als wenn der Funnyman sich angekündigt hat. Sag ich doch. Moin Marcel. Dein Ruf ist dir bereits vorausgeeilt. So. Da haben wir sie. Alle drei im Ziel. 240.389 ist die Bestzeit gewesen. Ja, ich bin sehr froh, dass wir noch kein Geruchsinternet haben, Marcel. So, machen wir mal gleich weiter. Du warst etwas schnell. Jetzt darfst du das Ganze nochmal eingeben. Siehste, geht doch mit dir. Ja, nochmal auch dir ein herzliches Willkommen und einen schönen Sonntagmorgen, einen sonnigen Novembermorgen. Und wer noch mitmachen möchte, der hat noch 35 Sekunden Zeit. Ja, kannst du doch machen. Tu dir keinen Zwang an. Ach, der ist ja auch schon da. Ich sehe es gerade. Dann so im asiatischen Bereich unterwegs. Und wir nähern uns dem Ziel. Im Moment würde ich mal sagen, immer noch ein Dreikampf um den Sieg. Nun nicht mehr. Es fehlt nur noch, dass Herkules auch hier
aus der Bahn fliegt und wir haben keinen Gewinner. Aber ich glaube, den Gefallen tut er uns nicht. So, zumindest sieht es im Moment so aus. Ja, so gesehen. Stefan. Alter Waldschrat. Moin. Und herzlich willkommen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. Und der Herkules holt sich hier den ersten Sieg. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Labor. Ausrufungszeichen Play heißt der Befehl, aber ich glaube, das muss ich hier keinem mehr groß erklären. Das sieht mir alles aus, als wenn das du bist auf dem Weg zu deiner Ranch. Ich sag ja, das sind hier alles erfahrene Murmler. Von daher muss man da nicht allzu viel erklären. Dann lass die Stoßstange sauber, mein lieber Stefan. Musst du Holz machen? Harzan 2101. Moin, herzlich willkommen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. Oha, Waldalarm. Muss ich die Wildschweine wieder verstecken, weil du mit lautem Obelix-Rufen durch den Wald rennst? Wobei das passt, wenn man sich das hier so anguckt, das sieht recht hölzern aus, die Bahn. Ja, dachte ich mir doch. Und ihr seht viele, viele Bahnen, die wir hier benutzen. Da gibt es lokale Rekorde. Der Teichrührer. Da ist aber auch schon das Ziel in Sicht. Ja, so ihr seht, holt sich hier seinen ersten Sieg. Mein Glückwunsch. Na denn.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Stefan. Und bei dem Produkt hast du sicherlich auch da ein ganz gutes Auskommen von im Moment. Wenn ich höre, was da teilweise für Preise aufgerufen werden. So, meine Lieben, wir haben hier jetzt eine kleine Badebahn vor uns. Ja, auch das muss sein. Leg Speckschwarte unter. Denn klötert es nicht so über den Boden. So, meine Lieben. Mein lieber Carlson, du hattest das eben probiert, da lief es schon. Jetzt hast du noch mal die Chance. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Paar Plätzchen haben wir hier noch. Jawohl, ich starte schon mal den Countdown. 45 Sekunden habt ihr da noch. Und wir haben noch 495 Plätze frei. Also ran hier. Wie Hector an die Buletten. Okay. Ja, vielleicht ganz gut so, Marcel. Ja, das wollen wir mal gucken, mein lieber Carlson. Die Chance hast du. 1,15,3 wäre hier schon mal der lokale Rekord für dich. Als Anhaltspunkt. Genauso ist es, Stefan. Und darum bist du ja auch ziemlich weit vorne, weil du einfach nur dabei sein willst, ne? Also ich lasse die Kugel immer alleine laufen. Gibt teilweise die Möglichkeit, mit dem Befehl zu boosten, aber das ist nicht auf allen Karten so. Ich hätte jetzt fast gesagt, wie auf dem Klo, einfach laufen lassen. Also mit dem ihr habt keine Chance, hast schon mal verloren, mein lieber Carlsson. Da war mindestens der Herkules besser als du. Und der ist auch ganz knapp über dem lokalen Rekord. 1,19,561. Und der lokale Rekord ist 1,15,356. Noch ein bisschen Luft nach oben, aber das war schon mal nicht verkehrt, ne? So,
Das geht hier echt jetzt wie's Brezelbacken. Schön, dass ihr alle so aktiv seid, dass ihr mitmacht. Menthol 1309, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. So, wer noch möchte, darf noch einsteigen. 45 Sekunden sind dazu jetzt noch Zeit. Ausführungszeichen Play heißt das Kommando. Und dann geht es hier gleich los. Bei dir im Raum ist er schon. Er meinte, er erscheint etwas später. Aber wo ist denn der lokale Rekordhalter, Marcel? Meinst du, dass er schon im Bett sitzt? Das ist auch wieder eine Bahn, die von der Machart her, ja, das sieht eigentlich aus wie Verbundmaterialien, aus der die Bahn hier gebaut wurde. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich sage, da hätte ich eigentlich gerne mal die Rollgeräusche mit dazu gehört. Stefan, du musst nicht unbedingt jeden Würfel mitnehmen. So, und da haben wir dann auch ein Ergebnis. 4 von 6 Teilnehmern sind ins Ziel gekommen. Bestzeit 1:23.059. Damit haben wir auf alle Fälle schon mal eins, nämlich hier einen neuen lokalen Rekordinhaber. Den Mann mit den Katzenattacken können wir dann für das nächste Rennen als Rekordinhaber streichen. Ja, wenn die Zeit ist, mag ich das auch gerne. Überhaupt keine Frage, Stefan.
Aber wie bei so vielen Sachen. Ach, guck mal. Herkules 1983 ist hier lokaler Rekordinhaber mit 323,315. Oh, jetzt wird's voll hier. Ja, Ben und Toni Jorven. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. So, wer fehlt denn da noch? Da, Stefan ist da. Ja. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Der Methanol fehlt noch, wenn er denn noch mitmachen möchte. Wie auch immer. Ich werde mal den Countdown starten. Dann haben wir ja noch 45 Sekunden für all die, die noch mit dazustoßen wollen. Ausrufezeichen Play heißt das Kommando hier. Und wir sind im ersten Grand Prix bei Murmeln Kaffee, bei Murmeln Quatschen Kaffee trinken. Und zwar im Lauf Nummer 7. Und auf geht's. Stürzt euch hinab. Herkules jagt im Moment seinen eigenen Rekord. Eins muss man Marcel hier bei seiner Rekordfahrt lassen. Das war schon eine gute Linie, die er gewählt hat.
sind mittlerweile gut 3 Minuten unterwegs. Ziel fast schon vor Augen. Ich würde mal sagen, der Rekord vom Nikolas ist im Moment nicht mehr zu knacken. Der ist nämlich im Ziel. Von mir sowieso nicht. Ich bin gerade daneben gesprungen. Aber ich gehöre ja nicht alleine zu den Leuten, die daneben gesprungen sind, sehe ich gerade. Jawohl, der Karlsson hat es geschafft. Er holt sich hier den Sieg. Schon mal eine tolle Sache. Siegerzeit war 3:52.626. Etwas über der lokalen Rekordzeit. MATZYEEY bastelt nun mit. Blockbuster Gaming sagt, herzlich willkommen. Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Herzlich willkommen, MATZYEEY. Schön, dass du es zu unserer kleinen Community gefunden hast. Fühl dich wie zu Hause, aber bitte benimm dich nicht so und lass bitte die Schuhe an. Das ist eine große, große Bitte unserer kleinen Community, weil wir da sehr schlechte Erfahrungen hatten. Wenn du Durst hast, geh gerne in die Küche. Wenn du was Kaltes möchtest, da steht Kaffee. Und wenn du was Warmes möchtest, da sollte auch noch etwas Bier sein. So, dann haben wir jetzt noch 45 Sekunden und dann geht es hier in die 8. Bahn. Das heißt, wir haben schon Halbzeit. Und auch den Matti begrüße ich ganz herzlich hier zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken am Sonntagmorgen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando zum Mitspielen.
Ja, okay. Wenn das so ist, kann ich mich ja zurücklehnen und gucken, was ihr so veranstaltet. Eins hat sich hier auch abgezeichnet. Auch hier ist der lokale Rekord nicht mehr zu knacken. Gehalten vom Schocker 1860. Der ist, wie man sehen kann, bereits im Ziel, wobei das Ziel eigentlich auch nicht mehr so weit weg ist. Herkules 1983 holt sich hier auf alle Fälle den Sieg. So, da sind sie denn alle im Ziel, alle außer mir. Herkules hat sich hier, wie gesagt, definitiv einen Sieg geholt. Und wir kommen zur, ich glaube, Bahn Nummer 10. Nee, 9, um Himmels Willen. Wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando zu mitspielen. Und auch der Jan ist mit dabei, Inselkind99. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. Ist wieder die Bahn mit dem rostenden Alu. Der Weltrekord für diese Bahn liegt übrigens bei unter einer Minute. Sag mal, das ist echt eine Ansage. Ja, meine Lieben, wer möchte denn noch? Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Ja, ich habe schon schlechter geschlafen, Jan. Ach, guck an. Steini31, da ist er. Moin, mein Lieber, und herzlich willkommen.
Ja, vielleicht hat er seine Kugeln noch nicht geputzt, Marcel. Kann ja sein. Wobei, wer weiß, so wie du mir das berichtet hast, vielleicht lässt er die Kugeln ja putzen. Ich starte auf alle Fälle mal den Countdown. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Okay. Den habe ich nicht gesehen, Jan. Du, ich bin ganz froh, dass ich nicht alles höre, was der gute Marcel so erzählt. Oder von sich gibt. Es gibt sicherlich Dinge, die möchte ich vielleicht auch gar nicht hören. Und andersrum ein bisschen Panne sind wir alle. Alter Schwede, der war aber jetzt ganz hart an der Grenze. Deine, das war Schwerkraft. So, und ich würde mal sagen, wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird es der Marcel auch ins Ziel schaffen. So ist es. Der Rest ist leider ohne Wertung geblieben in diesem Lauf. Und wir kommen zum Grand Prix Lauf Nummer 10. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. So, jetzt geht's los. Jetzt greift der Matti hier ins Geschehen mit ein.
Einen kleinen Moment warten wir noch. Jawohl. Die Bahn füllt sich. Ich starte den Countdown, das heißt 45 Sekunden habt ihr noch, Ausrufungszeichen Play, um mitzuspielen. Ihr erwähnt es hier immer gerne nochmal, das Ganze ist kostenlos, ihr braucht keine zusätzliche Software zu installieren, da steckt kein Abo hinter, einfach just for fun, Spaß haben hier gemeinsam mit Streamer und Community. 20 Sekunden sind noch übrig. Jo, auch der Carlson ist noch mit dabei und auf geht's. Das Kind schiebt sich hier am lokalen Rekordinhaber vorbei. Also eins ist schon mal wichtig, schon mal interessant und wichtig. Hercules und DJ Matti haben es beide ziemlich zeitgleich genauso gemacht und haben gesagt, wir probieren die Schwerkraft aus. Gucke, der Carlson holt sich hier auf dieser Bahn den Sieg. Inselkind die 2. Steini die 3, Java die 4. 1,34, 1,67 ist die Siegerzeit. Wirklich nur ganz knapp über dem lokalen Rekord. Der liegt bei 1,33, 0,12. Off the rails, so well. Einfach dabei sein mit Ausrufungszeichen Play ist das möglich. Kommen sie alle. Seid gerne mit dabei. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando, um hier mitzumachen. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos, ohne die Installation zusätzlicher Software oder einem versteckten Abo. Einfach so dabei sein und Spaß haben. Hercule hat sich auch gerade gemeldet und sagt, ich spiele noch eine Runde mit. Ich starte zumindest schon mal den Countdown, das heißt 45 Sekunden habt ihr jetzt noch, Ausrufungszeichen Play und dann seid ihr mit dabei.
Jawohl, auf geht's. Ah, da ist der Matti ja ziemlich zornig unterwegs gerade. Teichrührer. Das klang ein bisschen wie Holzkopf. Trotz allem, der Matti holt sich hier den Sieg. Da kommen sie jetzt alle. Und da haben wir es. Alle Murmeln sind ins Ziel gekommen. Siegerzeit von Matti war 1:50.666. Und wir gehen auf die Rennbahn. The Delta heißt diese Karte. Und hier werden 10 Runden gefahren, Freunde. Oder besser gesagt, die murmelt. Der amtierende Rekord 1:12.348 ist definitiv nicht auf 10 Runden gerechnet. So, meine Lieben. Herkules ist da, Carlson ist da, Matti ist da, Steini ist auch da. Hör meine Lieben, wenn das so ist, ich starte den Countdown. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit, um mitzumachen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando.
Und da geht's los. Mal, wie sich das so entwickelt. Immer dazu eigentlich immer den Letzten in der Gruppe. Kann man nämlich schön gucken, wie sich das vor einem entwickelt. Matti hat die rote Laterne gerade schon abgegeben. Seht, an der Strecke sind große Monitore verbaut, auf denen das Geschehen live verfolgt werden kann. Halbzeit, 5 Runden sind vorbei. Und ihr seht's, der Matti versucht gerade wieder die rote Laterne loszuwerden. Guck mal da, wer ist denn das? Na, Matti, denn gib Gas, sonst sind sie weg da vorne. Da hat sich jetzt mittlerweile schon eine ganz schön große Lücke gebildet.
Das wird in den verbleibenden Runden vermutlich sehr, sehr schwer für den Matti da noch ranzukommen. Denn die letzte Runde startet jetzt. Matze holt sich hier den Sieg vor Java, Steini, Herkules, Carlson und der Matti ist die rote Laterne leider nicht mehr losgeworden. Und ihr seht es hier, Siegerzeit lag bei 5:54, 5:62. Das passt zu den 1:12 nicht, das geht nicht auf 10 Runden. Ganz eindeutig. So, hier seht ihr auch gerade im Chat so einen kleinen Hinweis. Wer sich eventuell mit Produkten rund um Marvels on Stream eindecken möchte, dort ist ein kleiner Link, draufklicken. Da könnt ihr dann auch wieder mich und meine kleine Community ein bisschen unterstützen und könnt schauen, was es da so Leckeres gibt. Ich glaube, ihr kriegt selber auch einen kleinen Bonus. Ansonsten, die Bahn 13 hat sich angekündigt. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando und schon seid ihr mit dabei und könnt mitmachen. Da stellt sich dann gerade wieder die Frage, wo hat sich der Matti versteckt? Da ist er. Da ist er. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Bestzeit auf dieser Bahn übrigens gehalten von Sternchen 1969 mit 1:42.921. Ich starte den Countdown. 45 Sekunden bleiben euch noch. Nette Hindernisse verbaut. Steini hat sein Heil in der Flucht gesucht. Aber Elend und Bananenschale, hier liegen Reifen im Weg, dann kommen ein paar Noppen.
Ich gucke mal da, wer ist denn das? Guck an, so von hinten durch die Brust ins Auge kommt der Steini und schiebt sich hier an allen anderen vorbei. Matzi holt sich den nächsten Sieg. Carlsson schiebt sich mal eben schnell noch auf Platz 2. Herkules die 3. Martin die 4. Da sind sie. Java auf der 5 und der Steini auf der 6. Alle im Ziel, hervorragend. Siegerzeit 1:54.509. Das hast du definitiv, mein lieber Carlsson. So, mal gucken, wer hier eventuell auch wieder Glück hat. Ausrufungszeichen Players, das Kommando zum Mitmachen. So, anhaltinischen Freunde fehlen noch. Oh, wo sind sie? Die ganzen Murmler, die hier bisher noch nicht mit Ausrufungszeichen Play dabei sind. Sipak, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moment Quatschen, Kaffee trinken. Schön, dass du eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando, wenn du mitmurmeln möchtest. Jawohl. Ich stelle mir gerade die Frage, ist der Herkules schon wieder am Kaffee machen? Bringt er den Kaffee weg oder macht er sonst so gerade? Gleiche gilt natürlich auch für
Steini, der glänzt durch Abwesenheit. Ah, gucke, der hat wenigstens gehört. Steini, tritt deinen Bruder mal. Ah, gucke, geht doch. So, Bahnrekord lokal wird hier gehalten von Schocker 1860. 1,54,965 gilt es zu schlagen. Der Countdown läuft. 45 Sekunden habt ihr noch zum Mitmachen. Und hinab geht es. Irgendwie traut sich hier keiner weiter, ne? Ja, doch jetzt. So eine Ausfallquote von 50% haben wir schon. Es wird aber einen Sieger geben. Karlsson holt sich den Sieg vor Steini und Mr. Zipak. Okay, hast du vorher nicht poliert, oder was? 2:05.474, die Siegerzeit für den Karlsson. So, und jetzt wird ein bisschen Jump the Night. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando zum Mitmachen.
Ja, mein lieber Karls, wenn die eine sagt so, die andere sagt so, ne? Meine Lieben, sag's mal so, das sieht noch ein bisschen mager aus mit 4 Murmeln. Gilt den lokalen Rekord von Robert, dem Snowboarder, zu jagen. Der liegt bei 2,6,4. Hast du nicht gesehen? Wer möchte, darf sich auch gerne am Weltrekord versuchen, der liegt bei 31 Sekunden. Wo hat sich der Matti schon wieder versteckt? Ja, siehste. Ich dachte schon, du hast Malheur. Ja, irgendwelche weißen Flecken auf dem Schreibtisch oder so. Ich starte mal den Countdown. 45 Sekunden, habt ihr noch Zeit? Ausrufungszeichen Play zum Mitspielen. Bahn hergestellt aus Pressspanplatten, würde ich mal sagen. So sah das hier zumindest eben aus. Ja, gucke. Ich würde mal sagen, der lokale Bahnrekord von Robert dem Snowboarder ist Geschichte. Ja, und warum hast du eine Maske auf, ne?
Herkules sichert sich Platz 2. Oha, dreimal Schwerkraft, viermal Schwerkraft. Was macht ihr denn hier wieder alle? 1,26, 3, 2, 5 ist der neue lokale Rekord für diese Bahn. Immer noch knapp eine Minute über dem Weltrekord. Wir kommen zur Bahn 16 im ersten Grand Prix hier am heutigen Sonntagvormittag bei Mummen, Quatschen, Kaffee trinken. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Und wo ist der Herkules wieder? Da ist er ja. Okay, wenn das so ist, können wir ja mal den Countdown starten. In 45 Sekunden geht es los. Ihr könnt da mitmachen. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando. Dann seid ihr hier mit dabei auf der Bahn. Und da geht's los.
Bad wieder. Die Noppen, da ist der Steini immer ganz schnell dabei. Ich weiß ja auch nicht. Kurz das Telefon benutzen. Ich mache mich jetzt zum taubstummen Ochsenfrosch.
Top 10 Situation. We have a winner. So, da ist er wieder fertig telefoniert. Steini hat sich hier den Sieg geholt. Er hat alle aus dem Weg gemurmelt. Aber wir bleiben noch mal eine Runde bei Royal. Da ist ja einiges an zarten Karten dazugekommen, habe ich gesehen. Da gucken wir uns noch mal ein, zwei andere an. Mit Ausrufungszeichen Play, seid ihr mit dabei? Ist ja geil, ich hör wieder was. So, ich lasse euch hier mal einen Moment Zeit, euch auszutoben. Ich werde mal eben schnell den Morgenkaffee wegbringen.
Oh. Ja, gucke, das füllt sich ja hier wieder. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play, ihr habt noch 40 Sekunden Zeit. Und auf geht's. Matti ist platt. Steini hat wieder zugeschlagen. We have a winner. Guck an, der ist aber selber abgeflogen. Wie kann er da der Winner sein? Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch, mein lieber Marcel. 23 Sekunden hast du gebraucht. Alle guten Dinge sind drei. Einen machen wir noch. Ausrufungszeichen Play, seid ihr hier mit dabei? So, meine Lieben, wer möchte noch mitmachen? Wir haben noch ein paar Plätze frei. Mit Ausrufungszeichen Play habt ihr die Chance. Und insgesamt habt ihr jetzt noch 45 Sekunden Zeit, um einzusteigen. We got a top 10 situation. Mensch, Martin, du bist schon wieder gleich platt. Was ist das?
Herkules haut Steini raus. Da kommt der Loot. We have a winner. Oh. Marcel, der tut mir jetzt aber überhaupt nicht leid. Einen letzten noch. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. So, keiner mehr, der noch ein bisschen mit Battle Royalen möchte. Wie gesagt, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Wir starten. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit, um mitzumachen. Jawohl, Sancho. Herzlich willkommen, guten Morgen zu Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken, auch wenn der Kaffee kalt bzw. alle ist. We got a top 10 situation. So, gucken wir uns das Ganze hier wieder von oben an. Also sagen, der Matti hat sich irgendwo versteckt, aber dem ist nicht so. Er schaut sich das erstmal aus einer gewissen Entfernung an. Guck an, sich der Marcel gleich wieder revanchiert für die letzte Nummer. Matti haut den Sancho raus. Matti, sei vorsichtig, der Sancho kennt viele Leute in Italien. We have a winner. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Wie gesagt, sei vorsichtig. Der Sancho kennt viele, viele Leute in Italien.
So, meine Lieben, ich würde gerne noch mit euch hier weiter eine Runde murmeln, aber habe hier im Moment ein, zwei Probleme, die ich erstmal lösen muss. Das sind keine technischen, sondern sind Probleme, die ich hier im Moment habe. Will ich im Moment auch nicht näher darauf eingehen. Ich fand's toll, dass ihr so stark hier vertreten wart am heutigen Sonntagmorgen. Und ich gucke jetzt mal, wo ich euch hinschicke. Ich würde mal fast sagen, ich schicke euch ein bisschen zum Jagen. Der Enno träumt sich nämlich irgendwo auf Wald und Flur rum. Und genau dahin werde ich euch jetzt schicken. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Genießt das. Wie gesagt, bei mir ist herrlichster Sonnenschein. Und vielleicht hören oder sehen wir uns etwas später nochmal. Will ich noch nichts zu versprechen, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Von daher macht's Beste draus. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euren Support. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.